Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, wie in der letzten Folge schon angedroht, wir haben unseren letzten CK hier richtig stark gewonnen. Kann man nicht anders sagen, denn der Gegner hat sich selber so ein bisschen rauskatapultiert, muss man sagen. Wir gucken uns das einmal hier an. Ja, irgendwie vor lauter Wut hat der Erste zwar einen Stern auf unseren Fünften geholt, aber war dann wahrscheinlich so brastig, dass er dann eben mal ohne Helden auf unsere Nummer 19 drei Sterne gemacht hat. Und an solcher Stelle ist das dann schon meistens der Sieg. Ihr seht das, 51-45, richtig starker Sieg hier. Aber ich habe heute echt mal zwei, drei Fragen an euch. Vielleicht könnt ihr mir die in die Kommentare beantworten. Und bitte hört genau zu, was ich euch zu fragen habe. Aber ich bin heute mal am Mobile Device und ich glaube, das ist mal eine ganz gute Sache. Ich habe hier ein bisschen umgebaut, denn bisher war es immer so, dass, wenn ich am Mobile Device war, mein Mikro immer vor meinen Armen war und ich hatte das Mobile Device hinter dem Mikroarm. Das ist natürlich dösig. Deswegen habe ich hier jetzt ein bisschen umgebaut, habe mir noch einen zweiten, so einen komischen Clip geholt und habe das Mikro jetzt von oben. Natürlich mit Facecam kannst du es völlig knicken, weil dann hat man den ganzen Monitorarm hier im Bild und deswegen teste ich heute auch mal wieder meine Mobile Devices. Ihr wisst, ich suche ein Mobile Device, vor allen Dingen im 10 Zoll Bereich, was einen sogenannten MHL Adapter aufnehmen kann. Das ist ein Adapter, der von dem Micro USB oder diesem Mini USB auf HDMI umschalten kann. Das heißt also, das Signal dort weiterreichen kann. Ich habe noch keins gefunden. Für mein Samsung Handy gibt es das leider gar nicht. Das gab es mal, aber für das S7 Edge, was ich hier habe, gibt es das leider nicht. Und ich werde mal im Video mittendrin einmal umspringen. Ihr seht das hier so ein bisschen, denn das ist ein bisschen breiter, das Ganze, wenn man das hier ein bisschen scrollt. Und auch wenn ich mal meine Truppen aufrufe, das ist so ein ganz kleines Stück breiter, als dass ich es hier original sehe. Und da ich ja sehr, sehr penibel bin, passt mir das eigentlich nicht. Ich denke mal, man kann es gut erkennen. Die Qualität ist in Ordnung, aber trotzdem. Was ich aber letztendlich machen möchte, ich möchte mit euch in das Bauarbeiterdorf gehen, denn dort haben wir die letzten Schritte zu machen. Also wir haben die letzte Dev vor uns, das ist nämlich der Zerschmetterer hier, haben das Gold auch schon locker dafür zusammen und haben aber auch noch eine Forschung zu machen. Ich habe gedacht, ich forsche als nächstes weiter den Bomber, denn der ist mir doch schon fast ein bisschen angetan. Ich nutze ihn so mal hier und da, aber ich denke mal, wir gehen einfach mal rein. Den Boost hier, den nutze ich, denke ich mal, erst später. Denn zum Truppenspam lohnt sich der nicht wirklich, sondern er lohnt sich im Moment noch vorm Update. Eher dafür, dass man seine Updates und seine Upgrades, die man hier in der Base hat, damit verbessert. Und ich würde trotzdem sagen, wir nehmen aber jetzt schon mal den Zerschmetterer, weil wir kriegen mit dem nächsten Kampf das Gold hier voll. Und deswegen geht der Zerschmetterer hier auf seine letzte Reise. Das letzte, was ich ja gemacht habe, war die Airbomb. Schönen Dank für die Kommentare, dass der auf 4 geht. Ich habe die Airbombs auf 4 gezogen. Wunderbar hier. Also nochmal herzlichen Dank. Ich habe das ein bisschen zu spät gesehen, habe das Ding jetzt gleich durchgelevelt und brauche jetzt echt nur noch den Zerschmetterer. Aber das, was wir in jedem Fall machen, ich habe mir eine zweite Base gebaut, weil gerade wenn der Zerschmetterer ja nicht aktiv ist, habe ich so ein bisschen so eine Base gebaut. Ihr seht das hier, ja, mit den Fallen hier direkt vor dem Zerschmetterer und den Sprungfallen vor dem Zerschmetterer. Im hinteren Bereich hab ich jetzt nur noch diese Sprungfalle hier, die so ein bisschen davon abhält, von der Seite reinzugehen. Aber ich denke mal, wir gehen einfach mal rein und gucken mal, was uns erwartet. Im Moment relativ aktuell. Oh, das ist eine coole Base. Denn wir können richtig schön an die Luftabwehr kommen. Ich greife ja im Moment sehr stark mit genau dieser Kombi hier an, denn die Drachen tanken hier für die Lakaien. Ich habe zwar erst 4 Lakaien auf Level 4, aber so schlecht sind die wirklich nicht. Ich spamme jetzt wirklich die Drachen einmal um diese Ecke rum und hoffe, dass ich hier
mit den kleinen Mutanten eigentlich noch ein bisschen hinterherkomme, dass sie ein bisschen was wegmachen, denn die Bases hier sind, ihr seht das, die sind wirklich nicht einfach in dem Bereich BH4, wenn man eine gute Base hat, selbst wenn die so klein ist hier, aber mal gucken, was wir hier noch an Prozenten rauspicken. Das Doofe ist hier, die Clanburg steht sehr zentral, da sind etliche Truppen leider von mir erst draufgegangen und ich denke mal, das ist zu wenig, das können wir besser. Zeige ich euch, dass wir es besser können. 35%, ich denke mal, da hat uns der Gegner in jedem Fall irgendwo im Sack. Und ihr seht, 57 mit einem Stern hier. Das ist okay. Und wir schmeißen doch die Glock hier an. Dann kriegen wir hier ein bisschen was rein. Aber nächste Frage wäre eigentlich an der Stelle hier gewesen. Was forsche ich im normalen Dorf als nächstes? Denn es steht ja das Update an. Ich springe nochmal rüber. Und ich habe ja aktuell hier die Miner auf 2 am Laufen und würde euch einfach mal fragen, soll ich das Labor freilassen bis nach dem Update? Ich weiß es nicht, im Moment bin ich sehr hoch in der Liga, ich habe im Moment noch keinen Liga-Tag, ich bin heute nicht zum Angreifen gekommen, da ich ja auch ein ganz normal arbeitender Mensch bin. Aber ich habe gedacht, ich spare auf die Miner auf Level 3, schreibt mir das A in die Kommentare und B, habe ich oben links, beziehungsweise von euch aus gesehen, oben rechts in der kleinen Umfrage am Laufen. Hakt einfach an, Miner ja, nein, also warten Labor ja, nein, denn in 5 Tagen oder 4 Tagen 22 läuft das Labor hier aus. Und ich weiß wirklich nicht, soll ich irgendetwas weitermachen? Ich kann ja irgendetwas forschen bis dahin. Oder soll ich wirklich warten, bis ich den Miner auf 3 machen kann? Denn das ist wahrscheinlich im RH10-Bereich doch wieder eine relativ coole Truppe. Wir springen wieder rüber und können weiter angreifen. Das Coole ist ja, Mobile Device, ich kann einfach nach unten sprechen und ich glaube, ihr versteht mich immer noch richtig gut. Und das finde ich auch richtig gut, was ich nicht so gut finde, wenn ein Gegner hier den Multi-Mörser in der Base hat, dann muss ich hier gar nicht erst mit Bodentruppen angreifen, denn das ist eine Sache fast der Unmöglichkeit. Deswegen nehme ich hier hinten auch noch meine Babydrachen mit hinzu und ich gucke mal, wenn ich die hier setze, auch das ist halt das coole am Mobile Device. Ich kann gleich 2 Truppen auf einmal setzen. Versuche hier so ein bisschen, ich will nicht sagen Surgical in die, in die Base reinzukommen, aber immer da so ein bisschen was nachzudroppen, wo gerade sowas stirbt. Und der erste Drache ist ja schon in der Nähe des Rathauses. Jetzt machen sie die Kanone, jetzt droppe ich den hier gleich nach, aber der geht jetzt leider auf die Hütte hier unten, auf das Lager und jetzt ist aber der erste Drachen schon am Rathaus und mal gucken, die müssen in Wut sein. Das muss eigentlich immer das Gute sein, jawohl. Wir haben schon mal den ersten Stern und ich denke mal, wir snaggeln uns jetzt hier am Ende hier noch so ein paar Prozente weg. Das müssen eigentlich irgendwie 50% werden, auch wenn ich 2 Laster in der Mitte habe, ja, und ich habe natürlich als Gegner einen Bilderhall 5 Gegner, der hat den Zerschmetterer schon und mal gucken, ob der mich mit mehr als, wie viel Prozente wären es? Ja, 55% schafft. Schauen wir mal. So, der Gegner ist schon fertig und wir haben gewonnen. Ja, super, wir haben gewonnen. Das ist geil. Das ist super, muss ich mal so sagen. Und ich forsche aktuell die Bomber hier. Ja, die machen wir gleich weiter. Denn ich forsche hier alles bis zum Ende. Da könnt ihr ganz sicher drauf sein und mache hier mit dem Rest meines Goldes letztendlich die Mauern. Im Moment ist meine Base halt sehr, sehr frei. Aber wir sind im Schub und hauen auch gleich wieder rein. Oh, schon wieder eine BH5. Das sehe ich ja schon so an der Platte. Und die Bogenschützentürme stehen natürlich hier unten auf kurze Distanz. Auch das erschwert es einen so ein bisschen. Ich habe noch nicht genau erkannt am Multimörser, wann der auf Luft steht und wann der denn auf Boden steht. Das muss ich mir mal noch mal etwas genauer anschauen. Aber hier hinten in der Ecke ist die Luftbombe und die ist aber nicht so stark ausgebaut. Deswegen denke ich mal, wir holen uns hier in jedem Fall erstmal mit einem Drachen die Luftabwehr hier unten. Und unser Drachen hier macht noch erstmal noch gar nichts. Mal schauen, wann er das erste Mal Beschuss bekommt. Ich denke mal, wir können hier schon mal ganz behende unsere nächsten Babys setzen. Einen zum Ablenken der Airbombe und einen zum Ablenken des
also der Leerbombe hier. So, wir gehen aber weiter. Wir wollen ja in Richtung Mitte. Haben jetzt noch reichlich Drachen über. Jetzt muss nur auch mal ein Drachen hier auf die Luftbombe gehen. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Geht's jetzt auch? Jetzt gehen zwei Drachen drauf. Ja, da hat jetzt keiner mehr Wut. Aber die Luftbombe ist jetzt Geschichte. Jawohl. Ah, super. Dann kann ich den hier noch nachziehen in der Mitte. Mal gucken, wie weit ich hier komme. Und ich ziehe ja immer Stück für Stück nach. Jetzt habe ich hier versehentlich. Ah doch, das ist leider mein letzter. 36%, 39%. Ja, das ist nicht mehr viel. Ah, die beiden kleinen Bogenschützentürme in der Mitte sind schon sehr, sehr stark. Kann man nicht anders sagen. Und mal gucken, wie weit wir da kommen. Ja, da haben wir verloren. Okay. Ich schalte jetzt aber mal aktuell um auf ein Mobile Device über WLAN, weil dieses Mobile Device hier über das HDMI angeschlossen. Und dann sehen wir auch mal den direkten Unterschied. Das ist zwar ein bisschen kleiner, aber ich denke, das macht an der Stelle nichts. Also jetzt für mich ist es kleiner, für euch hoffentlich etwas qualitativ besser. Aber ich denke mal, das kommt schon ganz gut rüber hier. Wow, das hat jetzt echt lange gedauert, bis ich hier auf dieses andere Mobile Device kam. Also dieses hier ist mein Handy hier. Und das Handy zeigt in jedem Fall absolut genau das an, was ich eigentlich auch sehe. Ja, ist nicht schlecht, aber es ist halt ein bisschen zu klein für meine Zwecke. Trotzdem sind wir ja noch dabei, hier Gegner zu finden. Mal schauen, ob wir uns noch was reinfahren können für unsere Lage. Auch hier wieder, das ist wieder ein BH5. Ja, mal gucken, wie wir hier vorgehen können. Zwei Lars, eine kleine, eine große. Und da hinten die Luftdev auch noch nicht so gut ausgebaut wie meine. Deswegen glaube ich, habe ich immer noch ein bisschen die Chance, dass wir hier irgendwo mit unseren Babydrachen ein bisschen was reißen können. Mal schauen. Aber ihr seht das Format hier ist schon ganz, ganz anders. Da ist nichts mehr verbreitert. Das geht richtig gut ab hier. Und genau so ein Tablet suche ich eigentlich. Denn wir haben im Moment hier eine Verbindung an das Gerät hier über Wireless LAN. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Und denn von meinem anderen Mobile Device, das ist ein älteres 10 Zoll Acer Tablet an der Stelle, habe ich zwar eine HDMI-Verbindung, aber die Auflösung und die Qualität ist nicht so gut. Das Ding ist 4-5 Jahre alt. Deswegen, wenn ihr dort eine Idee habt, wie ich das ändern kann, dann ja, ich würde es gerne ändern. Wer also hier einen Tipp hat und weiß, welches Mobile Device ich an der Stelle unbedingt nehmen sollte. Oh, jetzt muss der Bogenschützenturm hier echt mal fallen, dass wir hier noch ein paar Prozente reinkriegen. Ja, da kriegen wir noch die paar Prozente hier rein. Denn ich kann wirklich nicht hier gut am Handy aufnehmen. Das kann ich, ja. Aber so ein Tablet 10 Zoll ist für mich doch schon ein bisschen angenehmer. Ah, wir haben verloren. Okay, macht nichts. Oh, unser Schub ist leider um. Dann warten wir eben eine Sekunde. Wir warten keine Sekunde, sondern wir gehen hier einfach mal rüber in unseren aktuellen CK, denn wir haben einen Gegner gefunden, der richtig krass ist. 14er Clan Level Imperium M. Ein Clan aus Frankreich mit einer netten Siegesserie, nämlich von 3 und 336 gewonnenen Kriegen. Wir sind uns ein bisschen über. Denn wenn wir mal schauen, ich bin hier, wo bin ich gelistet? Ich bin an Nummer 9 gelistet und die aktuelle Nummer 9 auf der anderen Seite, das ist ja immer mal so ein direkter Vergleich hier, ist hier ein Rathaus 11, auch schon starke Base hier. Ich meine, die habe ich schon mal geknackt, ja, irgendwo beim Farmen, aber dann mehr recht als schlecht. Ja, mal gucken, es könnte trotzdem was gehen hier. Mal sehen, wie wir hier vorgehen. Das wissen wir noch nicht, aber letztendlich, ja, das geht hier eigentlich ganz gut an diesem Device hier, muss ich sagen. Und das, was ihr hier seht, ist wirklich 1:1. Ich sehe das so ein bisschen am Attack und auch an meinen Truppen, die ich hier so habe. Denn es ist nichts mehr auseinandergezogen, ja. So wie beim Tablet. Beim Tablet ist es so ein kleines bisschen auseinandergezogen. Hier am Mobile Device passt das richtig gut und ich glaube, wir haben hier immer noch Bauzeit. Ja, wir haben immer noch Bauzeit. Die überbrücken wir eben mal und machen hier einen Echtkampf. Ihr seht das so ein bisschen. Ich bin am Elex sparen und ich bin am Gold ausgeben für meine Mauern. 123 Stück noch, was auch sehr krass ist, finde ich, in meinem Bereich.
Dann gucken wir mal. Oh, ich muss meine Augen wirklich, wirklich anstrengen. Denn diese 6,5 Zoll hier, die sagen mir nicht wirklich zu. Aber was muss, das muss. Das ist mir ein bisschen zu wenig Dunkles. Ich muss ein bisschen Dunkles reinfahren für diese ganzen Verspendungen. Und der sieht ganz gut aus hier. Gar nicht mal schlecht hier. Ich glaube, hat er irgendwo eine Queen am Rumlümmel? Der hat keine Queen. Der Feger ist hier unten. Ja, den nehmen wir mal mit hier. Wir versuchen hier mal etwas mit einem Loon zu locken. Mal gucken, hat der Clanbuch gucken? Oh, scheinbar nicht. Das ist natürlich super cool. Deswegen kommen wir hier mit unseren Golems rein. 1, 2, 3 Magiern erstmal. Und dann hier in der Mitte gehen hoffentlich die Mauerbrecher durch. Ja, das tun sie. Dann lassen wir die Magier hier nochmal ein bisschen rödeln mit den Golems. Ich glaube, das ist ganz gut, damit unser Funnel hier gut funktioniert für unsere restlichen Truppen hier. Denn das ist King, Queen und das sind unsere Bowler hier. Dann hauen wir hier genau mal einen Sprung rein. Das sieht noch super aus hier an der Stelle. So, mal schauen. Ja, das sieht immer noch gut aus. Mal gucken, ob wir so 1, 2, 3 Lars kriegen. Ah, ich denke mal, 2 Lars haben wir. Das sieht im Moment immer noch super aus. King ist noch am Leben. Der Multi-Inferno macht auch nicht wirklich Schaden, aber ich muss jetzt leider doch beide Helden hier an der Stelle mal zünden. Ja, sehr ärgerlich. Aber ich habe mir das, was ich mal gemacht habe, ich habe mir mal ein bisschen clean up da gelassen. Ja, glaubt man nicht. Und so, jetzt schauen wir mal, dass wir hier fix in die Base kommen mit unseren Loons hier. Oh, ich hab noch einen Feger übersehen. Ah, so ein Scheiß. Wo ist der? Wo ist hier dieser doofe Feger, den ich hier leider übersehen habe? Den müsste ich friesen an der Stelle. Nein, ich friese mal hier. Alter, war der schlecht. Ah, war der Angriff schlecht. Naja. Da haben wir noch drei Loons an der Stelle, aber wir haben hier nichts mehr am Leben, großartig. Und was war hier? Oh, wir haben noch tollen Cleanup, ja. Aber wir haben überhaupt nichts mehr für das Dunkle hier in der Mitte. Ah, ein bisschen haben wir bekommen, okay. Dann würde ich sagen, snaggeln wir uns hier noch ein paar Prozente weg an der Stelle. Da unten machen sie Luckys. Ja. So sieht das aus hier. 10 Zoll Finger treffen auf 6,5 Zoll Display. Aber dafür ist es auch absolut live und ich möchte auch euch viel, viel mehr Live-Sachen von mir zeigen. Aber das geht halt echt am Mobile-Device wirklich, wirklich besser. Und deswegen postet mir das in die Kommentare, ob das in Ordnung war oder eher schlecht. Oh, na, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. 60%, da ist noch irgendwas am Rödeln hier. Wo ist denn hier noch was aktiv? Ich kann ja nichts mehr mit dem Giftzauber holen, wie bei Clash Royale. Ach, da oben der Lucky. Ah, der Kleine. Okay, der macht noch den einen oder anderen Prozent für mich. Ich möchte hier oben auch in der Liga bleiben. Vielleicht sogar ein bisschen höher. Aber den haben wir gewonnen. Im Moment sind die Truppen, die dunklen vor allen Dingen, immer noch günstig. Wie lange noch? Ah, immer noch 10 Stunden. Ich habe das Event schon länger fertig und würde sagen, wir bauen auch exakt die gleichen Truppen nach. Können wir im Moment nicht. Aber jetzt können wir es. So, dann sind wir wieder im anderen Dorf. Denn das ist eigentlich unser Hauptaugenmerk hier heute. Jawohl, da können wir wieder angreifen. Ja, es ist manchmal eine Farce. Ich bin ja sehr behende hier angefangen mit dem Dorf. Finde es aber mittlerweile gar nicht mal so schlecht. Eigentlich müsste ich hier mit Riesen und meinen Bogies vorgehen. Aber der Zerschmetterer stört mich an der Stelle so ein bisschen. Deswegen nehme ich nach wie vor so ein bisschen meine bewährte Kombi hier. Nämlich die Babydrachen. Und das ist echt schön am Mobile Device. Du kannst halt zwei Truppen echt auf einmal setzen hier. Und da geht der Drachen leider schon flöten hier in der Mitte. Deswegen ziehen wir hier an der Stelle den Babydrachen nach. Mal gucken, ich weiß gar nicht, wo die Lar ist. Oh, die Lar ist da hinten, okay.
Aber wir müssen hier so ein bisschen immer von rechts und von links rein. Das ist leider so. Schauen wir mal. Ein Drachen haben wir jetzt noch übrig. 44% wären es wenigstens 50, 48%. Und das sieht ganz gut aus. Dass das hier an der Stelle, ja, das sind die 50% hier. Ah, der Zerschmetterer geht auch noch down. Wo peilt der an? Ah, der peilt das Rathaus an. Mal gucken, der ist jetzt voll in Wut. Das Rathaus ist noch nicht angeschlagen, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir leider nicht. Okay, 57%. Gucken wir mal rein. Der Gegner ist schon fertig. Und ich habe schon gehört. Da, 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 da. Jawohl. Wir haben gewonnen. Tolle Sache hier. Und ja, wir haben Forschung am Laufen. Wir haben den Zerschmetterer am Laufen. Also richtig gute Kiste hier. Und weil wir so gut dabei sind, komm, Leute, ich gönne mir mal ein paar Gems. Echt selten hier. Man holte eher ein bisschen mehr Gems. Oh, das ist schon wieder so eine scheißschwere Base hier. Für mich zumindest. Der hat den Zerschmetterer. Der hat eine richtig fette Bombe in der Mitte. Hat eine. Ah, die Lars sind auch gut ausgebaut. Aber trotzdem. In solche Bases hier, tut mir leid, Leute. Da kann ich nicht anders rein, als dass ich die hier mal austausche. Ich muss die unbedingt mehr haben, dass ich mehr Truppen habe. Ich glaube, ab einem gewissen Lager gibt es C6. Und ich würde sagen, ich spamme hier 1, 2, 3, 4 und ziehe jetzt echt die Drachen nach. Ja, so muss man es manchmal machen. Ist leider so. Vielleicht wisst ihr das selber. Vielleicht könnt ihr das als Tipp mitnehmen. Die Drachen tanken hier jetzt eigentlich die Lakaien. Mehr ist es nicht. Und es gehen hier viel zu viele. Oh, wie viele Drachen gehen hier jetzt in die Mitte rein. Mann, aber meine Lakaien sind noch dahinter. Ja, das ist nicht schlecht. Und die Luftabwehren gehen jetzt erstmal nach rechts oben. Oh, 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 oh. Das könnte was werden. 36%, 39%. Mal gucken, da sind noch ein paar Lakis. Da ist noch der Drache jetzt, der müsste jetzt in Wut sein. Gleich 39%, aber die Luftbomben erwischen leider meine Mutanten. Ja, Pech. Das ist hier No Risk, No Fun Angriffe. Denn gegen solche Bases kann ich mich zurzeit nicht wehren. Ist einfach so. Mal gucken. Na, 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 der braucht schon ziemlich lange. Ja, danke, Bilderholz zerstört. Okay. Ich bleibe hier, denke ich mal, am Ball. Wollte letztendlich mal eure drei Meinungen wissen. Also, wie geht's hier weiter? Wie mache ich in meinem Labor weiter? Und was kann ich mir für ein Notebook was kann ich mir für ein Tablet holen, was auch einen sogenannten MHL-Anschluss fasst oder aber ein HDMI-Out mit sehr, sehr hoher Qualität? Das muss ich einfach haben. Aber ich denke mal, das ist mir hier trotzdem mal gelungen. Das war eine Folge, die habe ich auch so nicht geplant. Ich habe ganz spontan mal umgebaut, habe gedacht, Mensch, Thorsten, du musst mal ein bisschen mehr am Mobile Device zeigen. Auch was das Umschalten angeht hier im Wireless LAN. Es geht wirklich schnell. Qualitativ, denke ich mal, ist das voll auf der Höhe hier mit meinen PC-Videos. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, bleibt an meinem Kanal dran. Es kommt mehr Clash of Clans und es kommt mehr von mir. Auch am Wochenende habe ich einen Stream geplant. Ja, dann sehen wir uns mal wieder. Mensch, 2 Wochen ist her. Ich freue mich total auf euch und ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen auf mich. Wir quatschen wieder, chillen wieder, machen Dorfbesuche, machen einfach Clash of Clans, was uns Spaß macht. Bis dahin, euer Toto. Clash Toto.